Die ehemalige Wagner-Villa, von dem Jugendstilarchitekten Otto Wagner 1888 erbaut und heutige Fuchs-Villa, galt von Anfang an als außergewöhnlicher Bau. Obwohl der Bau viel Aufsehen erregte, geriet er nach und nach in Vergessenheit, so wie lange Zeit auch sein Architekt, und wurde erst durch die Initiative von Ernst Fuchs gerettet. Vieles an der Villa wurde im Sinne Otto Wagners saniert und restauriert, anderes nach Entwürfen von Ernst Fuchs gestaltet und ergänzt. Viele Besucher kommen in der Folge sogenannter Jugendstiltouren auf den Spuren Otto Wagners zur Villa an der Hüttelbergstraße. Um auch diesen Besuchern eine über das reine Bauwerk hinausgehende Attraktion zu bieten, wurde um das Haus ein Skulpturengarten angelegt. Die Kunst des Malers und Zeichners belebt und bevölkert das ganze Haus. Von großformatigen, eigens für diesen Ort geschaffenen Bildern, Figuren und Objekten bis hin zu von ihm entworfenen Möbelstücken, von Dekorstoffen bis zur Bronzefigur Königin Esther auf der Terrasse. Bilder des ganz jungen, am Beginn seiner Karriere stehenden Künstlers präsentieren sich neben neuen Werken. Hier sind alle Epochen im Schaffen des Meisters festgehalten. Viele Touristen kommen in das Privatmuseum, das in Form umfassender Führungen besucht werden kann. Die Kunst des Meisters aber muss sich der Besucher selbst erschließen. Bewohnt wird die Villa, die ihm lange Zeit auch als Atelier diente, von Ernst Fuchs allerdings jetzt nicht mehr. Mit der Eröffnung der Villa als Privatmuseum und Sammlung Ernst Fuchs 1988 anlässlich des 100-jährigen Geburtstages der Villa Wagner übersiedelte der Meister nach Südfrankreich und lebt und arbeitet heute in Monte Carlo.